Ja, Leute, ich weiß, ich sehe aus wie der Struwelpeter, Digga. Aber kommt klar, Bro. Es ist okay. Es ist okay. Änderungen sind okay. Es tut mir an der Stelle schon mal leid an alle Chargers-Fans, weil ich bin mir sicher, ihr habt euch richtig hart auf diese Franchise gefreut. Und wie ihr sehen könnt, stehen wir 0 zu 6, Digga. Und wir haben als nächstes ein Spiel gegen die Miami Dolphins. Die sind 2 zu 4. Und ich weiß wirklich nicht, ob wir da irgendwie gewinnen können oder so. Aber deswegen habe ich mir jetzt was Neues überlegt, weil es ist sicherlich ziemlich langweilig auch für euch und auch irgendwie frustrierend, immer wieder nur zu sehen, wie ich hier abgezogen werde. Und viele meinten, ja, mach die Viertellänge höher, mach die Schwierigkeit runter, dies und das. Aber ich finde irgendwie, wenn ich was anfange auf einer bestimmten Schwierigkeit mit einem bestimmten Team, dann will ich das auch wenigstens zu Ende durchziehen, wenigstens die erste Saison. Da das Ganze aber ein bisschen schwerfällig ist und ja, wir wahrscheinlich nicht wirklich hier Siege holen werden würden. Der ist hier wirklich ganz schön wild aus, ne? Okay, nee. Das reicht jetzt auch mal mit der Frisur hier. Ich kann mich selber nicht ernst nehmen, Alter. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir jetzt einfach ab jetzt die Spiele nicht wirklich simulieren werden, aber wir werden diese Option wählen, wo man nur die allerwichtigsten Momente jedes Spieles spielen kann. Das heißt, ich werde jetzt in diesem Video hier mehrere Spiele hintereinander zocken und wir werden mal gucken, wo uns das Ganze hinführt. Und vielleicht kriegen wir durch dieses nur die wichtigsten Momente spielen noch ein paar Siege rein. Wer weiß. Wenn euch diese Idee gefällt, lasst mir auf jeden Fall gerne mal ein Like da und gebt mir auf jeden Fall Feedback in den Kommentaren. Außerdem, wenn wir 200 Likes knacken könnten, wäre das mega geil, würde mich richtig freuen. Deswegen ballert die Daumen raus, Digga. So, Leute, wir haben hier wieder drei Players ready to negotiate. Da gucken wir mal kurz rein. Mir wurde aber in den Kommentaren gesagt, ich muss gar nicht mit den Spielern jetzt schon negotiaten. Ich kann auch noch warten bis zum Ende der Saison oder so. Und bei diesen ganzen Spielern hier, ja, die sind jetzt alle nicht irgendwie mega geil oder so. Da müssen wir nicht unbedingt jetzt direkt negotiaten. Deswegen machen wir das auch nicht. Scout College Players, das können wir auf jeden Fall mal kurz machen. Mir wurde in den Kommentaren vorgeschlagen, ja, wenn du einen Left Guard brauchst, guck doch noch auf Right Guard im Draft und, macht ihn dann einfach auf Left Guard. Deswegen werden wir mal gucken, ob wir hier was Gutes finden. Aua, der ist schon mal ein Drittrundentalent. Okay, der ist ein Erstrundentalent. Das ist nice. Undrafted, bruh. Undrafted. Jesus. Siebtrundenpick. Mau. Und den können wir nicht zu Ende draften. Müssen wir dann nächste Woche machen. So, Weekly Training simulieren wir natürlich. Dann upgraden wir noch die Spieler. Okay, Justin Herbert können wir upgraden. Damit ist er jetzt gleich ein 74er. Field General. Ruf da. Plus 1 Awareness. Plus 1 Play Action. Thorough Accuracy. Medium und Throw Accuracy Short. Das sind auf jeden Fall nice Werte. Manche Leute haben übrigens sogar gesagt, ja, brech doch einfach die Chargers Franchise ab und nehm ein neues Team und so. Und sowas, finde ich, geht gar nicht klar, Digga. Also wenn du eine Franchise anfängst, dann finde ich, solltest du auch auf jeden Fall das wenigstens zu Ende machen, wie gesagt. Zumindest die erste Saison und dann kann man weiter gucken. Ich weiß nicht genau, warum wir jetzt... Ach so, okay, wir haben 1. und 10 an der eigenen 18. Okay, die Dolphins sind also in unserer Red Zone und das Spiel Tour, das ist richtig nice, Alter. Mal gucken, ob wir hier verteidigen können. Okay, das war ein saftiger Hit, aber auch 8 Yards. 2. Sie laufen nicht den Ball. Wir sind hier. Wir sind da mit dem Pick, Baby. Let's go. Steh auf, steh auf, steh auf. Nice, Digga. Endlich mal ein geiles Play von der Defense. Und das ist sogar Derwin James. Das ist so einfach nur geil. Also, Miami Dolphins schon mal nicht in den Touchdown gekommen und auch kein Field Goal bekommen oder irgendwas. Und aus irgendeinem Grund will er jetzt, dass wir den Moment hier auch spielen. 1. und 10 an der eigenen 9-Yard-Linie. Also jetzt gerade hier nach dem Turnover. Mal gucken, ob wir Keenan Allen in eine Go-Route schicken können. Nee, das ist abgedeckt. Aber da ist er frei. Williams, Baby, let's go. Wir sind weiterhin auf der Stufe All Madden, weil auch das fand ich irgendwie ein bisschen kacke, dann einfach die Stufe zu erniedrigen. So, das finde ich, ist irgendwie ein bisschen geschummelt. Und da ist Eckler mit einem geilen Lauf, Alter. Wir machen hier eine richtig gute No-Huddle-Offense gerade. Neuer 1. und 10. Und auch das sieht gut aus, Digga. Nice, Alter. Und das ist nicht mal Eckler, das ist Jackson. Okay, Leute, wir haben einen 9. 3. und 8. Ah, da ist doch Allen. Jawohl, sehr schön. Eckler, nee, das ist Jackson sogar. Und der, oh, kommt fast bis in den Touchdown rein. So, mal gucken, ob Eckler jetzt hier den Touchdown abstauben kann. Nope, der wird volle Kanne vorher gestoppt. Second and goal. Da ist er doch. Wow, er droppt den Ball, okay. Third and goal, jetzt wird schon kritisch, aber Allen ist da komplett allein gelassen. Also eigentlich müsste der einfach nur den Ball fangen. Okay. Okay. Woo. Satz mit X war wohl nix, wa? Okay, big third down. Wir sind wieder drinne. 3rd and 4. Mal gucken, ob wir das stoppen können. Wow, Digga. Der war ja wide open. Derwin James mit einem fetten Hit, aber...
Damn. Okay, nächstes Big Third Down. Dritter und 7. Wir stellen mal Murray und haben den Running Back in Man Coverage. Oh, Screen Pass, Screen Pass, Screen Pass. Oh! Jawohl, Digga, das ist gute Defense. Let's go. Nur 3 Yards zugelassen, die werden den Field Goal nehmen müssen. Okay, Field Goal drinne, 3-0, damit kann ich leben. So, Leute, wir sind zurück in der Red Zone. Mal gucken, was wir hier reißen können. Wir haben 1. und 5 und machen einen Play-Action-Spielzug. Und da ist Allen komplett frei, Digga. Nice and Stein, Alter. Ich probiere einfach auf Reed da diesen kurzen Hitch zu spielen. Ja, Touchdown, Baby. Let's go, Alter. Alright, 3. und 3, wir sollen wieder übernehmen. Es steht nach wie vor 7-3. Da ist er. Da ist er. Oh, Junge, da war der DB fast oder Safety. Keine Ahnung, wer das ist, war da fast dran. Alright, first and goal an der 4-Yard-Linie. Wir gucken, ob wir mit Eckler reinrennen können. Jawohl, Digga. Wieder crucial play hier, 3. und 7. Mal gucken. Da ist er. Yes, sir, baby, let's go, Alter. Es läuft hier richtig gut gerade. So, wir sind in der Red Zone angekommen, nämlich genau in der 20-Yard-Linie. Da ist er doch. Da ist er doch. Oder auch nicht. Was? Oh mein Gott, er interceptet den mit einer Hand. So? So interceptet er den? Wow. Okay, das haben wir vermasselt. Okay, Leute, die Dolphins gehen dafür beim 4. und 2. Wichtiges Play, Digga. Ganz, ganz wichtiges Play. Er rennt durch die Mitte. Oh mein Gott, wir waren eigentlich direkt da. Leute, ein 4. und Inches. Die Dolphins gehen wieder dafür. Wir werden volle Kanne blitzen und eine Man-Coverage haben. Und das war ein Fehler. Und ich verpasse das Tackle auch noch mit einem Hitstick. Okay, das war alles meine Schuld. Okay, Leute, wir haben jetzt aber die Chance, hier wieder alles gut zu machen. Wir sind in der Red Zone, 14-11. Wenn wir hier einfach einen Touchdown scoren, dann sollte das Game safe sein. Müssen wir mal gucken, wie das jetzt läuft. Wir laufen hier selber. Allen gibt uns einen Block. Alter, Herbert ist schneller, als man denkt. Bis zu 7. Nice. Wir nehmen das Field Goal. Field Goal ist auf jeden Fall drinne. 17-11 jetzt. Das sind 6 Punkte Unterschied. Das könnte jetzt kritisch werden. Okay, Final Drive. Wir sollen hier Defense spielen. Ob das gut geht? I don't know. Aber wir geben unser Bestes. Oh, da wären wir fast da gewesen. 3. und 1, liebe Leute. Wir haben nur einen Linebacker hier in der Mitte. Das ist Murray. Hoffentlich wird er keinen Pass über die Mitte anbringen, weil dann könnte es... Oh. Jawohl, Digga. Okay, nice. 4. und 1 jetzt. Alter, wir sind volle Kanne hier am Start. 4. und 1, komm, 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 komm. Bro, ich konnte nicht aus dem Block raus. Oh, no. No, 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 no. Kacke, ich wollte gerade noch eine Timeout nehmen. Ich wollte gerade noch eine Timeout nehmen, Digga. Wie mau ist das denn, Bro? Die haben uns einfach genommen. Ich wollte gerade noch eine Timeout nehmen. Oh, jetzt müssen wir hier den Drive nochmal steuern, Alter. Junge, das wird ganz, ganz kritisch. Komm schon, Tight End. Oh, starker Catch, Alter. No huddle. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Wir werden es tatsächlich mit einem Screen Pass probieren, weil ich habe im Gefühl, das wird richtig gut laufen. Rennen. Ah, ja, okay, wir gehen ins Aus. Wow, Digga, das war ein Yard. Ich habe das Gefühl, bei der Taktik hier weiß man sowieso schon, dass es nicht klappt. Da ist eigentlich so gut wie nie jemand frei. Doch, da ist er doch. Nice. Nehmen wir. Timeout, let's go. Okay, mal gucken, was geht. Wir nehmen Eckler hier auf jeden Fall schon mal für das knappe First Down nochmal eine Timeout. So, und jetzt würde ich sagen, werden wir nur noch laufen. Na, das ist ein First Down auf jeden Fall. Und jetzt lassen wir die Zeit runterticken bis 1 Sekunde. Und dann nehmen wir einfach ein Field Goal, Leute. Das ist der Plan. Das ist der Plan. So, Timeout ist genommen. Scheiße, Alter, die Dolphins haben auch nochmal eine Timeout genommen. Damit werden wir jetzt geeist sein. Heißt das, es wird schwieriger, das Field Goal reinzumachen. Oh, Junge, guckt euch das an. Okay, so müsste es aber reingehen eigentlich. Wow! Bruh, das Timing war ja ganz falsch. Und wir haben auch dieses Spiel verloren. Aua. Oh. Das tut weh. Das tut richtig weh. Gut, auf ins nächste Spiel. Vorher, Alter, können wir noch ordentlich Spieler upgraden, Junge. Let's go. Eckler, Turner, Kenneth Murray, Joey Bosa, Alter. Let's go. Okay, damit sind wir jetzt 0-7. Ich bin gespannt, wer unser nächster Gegner ist. Die 1-5 Jaguars. Also, wenn wir gegen die nicht gewinnen, dann weiß ich auch nicht. Vorher natürlich noch kurz College-Player scouten. Wir gehen wieder auf Right Guard und gucken mal, ob wir da zumindest den hier noch freischalten können. Das ist auch ein Undrafted, Digga. Nice. Okay, schade.
auf Right Guards. Wir brauchen auf jeden Fall auch noch Free Safeties. Was haben wir da bisher gefunden? Ja, da sind ganz solide Sachen dabei. Gucken wir mal, ob hier noch was weiteres ist. 5th Runden Pick Mau. 6th Runden Pick Mau. 4th Runde. Okay, obwohl er in der 5. Runde predicted wurde. Und der hier auch 4. Runde. Okay, nice. Also da sind eventuell ein paar Steals dabei bei den Free Safeties. Kicker können wir eigentlich auch mal gucken, ne? Also das ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei bei uns. Okay, 2. Runden Pick. Nice. Ah, shit. Wir haben keine Scouting Points mehr. Müssen wir nächste Woche gucken. Weekly Training schnell simulieren. Oha, wir haben keinen einzigen Spieler zum Upgraden. Und returning from injury, Jerry Tillery ist back, oder wie, oder was? Nice, Digga. Jerry Tillery back in der Lineup. Das ist doch schön zu sehen. Na dann, Leute, würde ich sagen, lasst uns ins Game gegen die Jaguars jumpen. So, Leute, wir spielen zu Hause und unsere erste Aufgabe hier ist es, direkt den Opening Drive zu steuern. Gucken wir mal, wie das läuft gegen die 1 und 5 Jacksonville Jaguars. Wir fangen mit Eckler an. Oh, wow. Wie ist denn der da noch rangekommen? 3rd und 18, wir probieren es mit einem Screen Pass. Da funktioniert manchmal einfach das Element der Überraschung. Der Linebacker hier, Miles Jack, war direkt an uns dran. Deswegen hat das leider nicht geklappt. Müssen wir punten. Oh, guter Hit. So, Leute, der nächste Moment, 3rd und 5 in der eigenen Red Zone oder fast in der eigenen Red Zone. Wichtiges Play. Wir haben den Running Back in Man Coverage. Der geht nach außen. What? Was macht denn die 49 da? Das war wirklich schlecht. So, Red Zone Defenses müssen wir uns zusammenreißen. Schön wäre natürlich ein Pick wie im Dolphinspiel. Jawohl, Alter, ein Sack ist natürlich auch nice. Minus 10 Yards. Melvin Ingram ist da. 2rd und 20. Boah, wir waren wieder ganz knapp da. 3rd und 15. Wichtiges Play. Ich hoffe. Wow, okay, guter Move, aber gestoppt. Die werden Field Goal nehmen. Okay, Leute, 3rd und 7. Wir probieren es mit einem Play-Action-Pass. Da ist er frei. Yes, Sir, Keenan Allen. Damn, Alter. Unsere Offense hat daraus nichts gemacht. Also, das ist jetzt mittlerweile schon wieder ein Drive hin und her gewesen. Aber mal gucken, ob wir jetzt hier dafür scoren können. Allen. Okay. Ah, knapp. Ganz knapp. Wir sind an der 1-Yard-Linie. 3rd und Goal. Mal gucken, was geht. Da ist er. Nicht. Ich weiß nicht, was ich da gesehen habe. Ich dachte, der Fullback würde halt weiter seine Route rennen. Aber stattdessen ist er, glaube ich, stehen geblieben. Gut, ein weiterer Pick in der Endzone. Genauso wie im Dolphinspiel. Damit kann man natürlich auch nicht erwarten, dass man dann irgendwie gewinnt. Das ist klar. Also da muss ich mich definitiv mal ein bisschen zusammenreißen. Weil so kann man keine Spiele gewinnen, Digga. Boah, guter Hit. 2rd und 3. Wir sind in Man-Coverage. Haben wir den Tight End. Oh, gute Deal, let's go. Wow. Ah, schade, Alter, schade. Leute, wir werden volle Kanne blitzen und Man-Coverage gehen. Let's go, volle Kanne blitzen und Man-Coverage. Let's go, let's go, let's go, let's go. Yes, yes, yes. 2nd and Goal, wir sind wieder in der Man-Coverage. Come on, D. Reißt euch zusammen, Alter. Reißt euch zusammen. Ich bin hier auf dem Tight End mit Derwin James. Boah, was sind das für Routen? Nein, Mau. Mau. Ey, wir haben echt gute Cornerbacks und die kriegen es nicht gebacken, diese Receiver zu verteidigen. Das ist schon ein bisschen scheiße. Okay, wir haben 6 Sekunden übrig und müssen hier einen 54-Yarder Field Goal reinmachen. Ich weiß nicht genau, warum die mir das gegeben haben. Der könnte aber drin sein. Nice, Alter, nice. Und damit gehen wir mit 10 zu 3 in die Hälfte. 3rd und 6, wichtiges Play hier. Wenn wir sie hier stoppen können, dann müssen sie den Ball punten. Das wäre sehr wichtig für uns. Boah. Jawohl, Alter, let's go. Zum Glück hat er den Running Back nicht gesehen. Lol, Alter, was ist? Es passiert die ganze Zeit. What? Okay, Digga, die haben einfach die Jaguars punkten lassen. Jetzt steht 17 zu 3 und jetzt schmeißen sie mich ins Game rein von wegen, ja, wir brauchen Punkte. Ja, toll, Digga, was soll ich denn jetzt noch machen? 2 Touchdowns in 3 Minuten wahrscheinlich, oder? Das könnte ich auf jeden Fall abschminken. Erstmal hier hoffentlich das First Down geholt, aber I don't know. Yes, Baby Williams. Autsch, der Hit hat wehgetan, aber egal. No huddle, no huddle, no huddle, let's go. Wenn wir hier wenigstens einen Touchdown scoren können, Alter, dann wäre das ein bisschen ehrenhaft so. Dann verlieren wir nicht so mega Oh, war das schlecht von mir. Warum habe ich denn da hingeworfen? Herbert hat einfach 3 Interceptions und ich glaube, ich habe nur eine davon geworfen. Also die Simulation ist irgendwie auch nicht so nett zu Herbert.
Wir laufen den Ball und das sieht gut aus, Alter. Nice. Und das ist ein fetter Hit. Aber nehme ich Timeout. 2. und 10. Wir schicken einen Receiver in eine Motion. Den nehmen wir auch erstmal underneath. Ach man, Alter, wir machen hier nicht genug Yards. 3. und 1 und ich würde jetzt schon gerne direkt in den Touchdown reingehen, damit wir hier noch irgendeine Chance haben. Allen, come on. Ach, schade, schade. Aber Flagge auf dem Feld. Digga, wir kriegen auch noch ein Holding, Bro. Okay, Bro. Also das ist wirklich tough. Er ist ja wirklich Mann zu Mann abgedeckt, Bro. Es ist Keenan Allen, Digga. Wer ist denn dieser 26 hier? Wilson, Bro? Ich weiß nicht mal, wer das ist. Und er deckt ihn Mann zu Mann, Schritt zu Schritt oder Schritt für Schritt, meine ich, ab und holt den Pick, Bro. So, ich habe ja gesehen, dass Keenan Allen abgedeckt war, aber ich dachte, okay, das ist immer noch meine beste Chance, einfach dahin zu werfen, um irgendwie vielleicht Allen dazu zu verlocken, dass er ein geiles Play macht oder so. Aber Junge, was war denn das für eine DB-Arbeit? Jetzt werden wir hier nochmal reingemacht mit 1 Minute 18. Das Spiel ist jetzt sowieso vorbei. Nicer Move, Alter. So, da ist Allen mit einem Pass. Wir gehen mal noch in die No-Huddle. Vielleicht können wir noch irgendwas reißen. Gehen wir mal mit einem Screen-Pass. War, haben wir schon lange nicht mehr gemacht hier. Bro, was ist denn das schon wieder für eine Animation? Anstatt dass er einfach rennt, Digga. Nee, er macht da irgend so einen komischen Schritt. Nehme ich. Oh, Alter, Junge. So, wir werden hier jetzt noch einmal mit Herbert rennen. Ab jeder der Peter kriegen wir nochmal ein paar Yards aufs Konto. Das ist doch auch ganz nice. Slide, okay, nice. Nehme ich. Und das Spiel vorbei. 17-3 verloren. Wir sind 0-8. Ich musste kurz ein bisschen Frust abbauen, Leute. Digga, unsere Passingers haben auf jeden Fall dominiert. Aber bringt nichts, wenn man die ganze Zeit Interceptions wirft, ne? Eieieiei, 0-8, Alter, gegen zwei absolute Trash-Teams gerade verloren. Erst die Dolphins, dann die Jaguars. No disrespect an irgendwelche Dolphins- und Jaguars-Fans. Ich meine nur in dem Game, Digga, die sind 2-4 und 1-5 gewesen. Aber gut, wir waren halt 0-6 und 0-7, ne? Und jetzt sind wir 0-8. Wir advancen mal noch in die Woche, aber ich würde sagen, das war's dann mit dem Video. Wenn euch dieses Format gefällt, so mäßig so ein paar mehrere Spiele machen in einem Video und so, dann lasst mir auf jeden Fall ein Like da und schreibt mir, wie gesagt, in den Kommentaren, ob ihr das feiert. Dann werde ich es nämlich ab jetzt immer so machen, dass ich mindestens 2 Games in einem Video mache. Und ja, Mann, dann würde ich auf jeden Fall sagen, Leute, wenn ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt, abonniert gerne diesen Kanal. Und dann haut rein. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Euer Eric.